Herzlich willkommen zurück zu Trash Talk mit mir und Abenteuer mit Miles Morales. So, Trash Talk, warum? Ja, das ist halt kein Spiel, wo du so wirklich kreativ argumentieren kannst. Aber es ist ein ziemlich geiles Game. Muss man ja schon sagen. Hier hinter haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit reinzugehen. Aber dafür müssen wir erstmal einen Weg finden, wie wir da hinkommen. Ne, das Spiel selber finde ich sehr geil. Die Story ist cool aufgebaut. Die Umsetzung des Games. Gut, manchmal hängt sich mein Spiel auf. Aber ansonsten ist das Spiel wirklich mega. Grafisch natürlich kann man absolut gar nichts sagen. Das ist einfach nur geil. Die Grafik finde ich Wahnsinn. Oh, hier haben wir nochmal ein paar Teile. Können wir gleich mal gucken, ob wir den nächsten Anzug freischalten können? Müssten wir doch eigentlich jetzt mittlerweile fähig zu sein, oder? So, Anzüge. Jetzt waren wir eine Weile der weiße Spider-Man. Wir haben noch diesen, Man könnte, ja, aber wir können den hier herstellen. Den hatten wir halt noch nicht. Wir haben noch die Möglichkeit. Den dürfen wir noch gar nicht. Der ist noch gesperrt, ne? Hier, für die haben wir noch nicht genug Aktivitätsmarken. Aber den können wir uns holen. Wir haben 13 von 12, die wir brauchen. Ich hätte halt lieber... Ich hätte den hier ganz gerne. Diesen Comic-Anzug. Ich finde den irgendwie mega geil. Aber gut, es nützt ja nichts. Man nimmt, was man kriegen kann, nicht? So, Geräte. Haben wir auch Möglichkeiten, irgendwas zu modifizieren? Wir können ja mal... Ist unerschwinglich im Besitz. Aber unerschwinglich im Besitz ausgerüstet und unerschwinglich. Oh cool, was ist das? Schwerkraftquelle? Achso, ja. Das gelesen haben wir da schon. So, jetzt haben wir unsere Schulsachen zumindest dabei. Pausenbrot. Falls wir mal Hunger haben während unserer Abenteuer. Jetzt sind wir safe. Alles, was wir brauchen, haben wir am Mann. Wechselklamotten. Hey, ich habe überlegt. Was, wenn du Finn sagst, dass du Spider-Man bist? Hey, Finn. Ich bin nicht nur ein Lügner. Ich unterwandere dich, um dich aufzuhalten. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen, wir müssen nur irgendwas geöffnet haben. Ja, daran müssten wir arbeiten. Ja, mit dem Rucksack schränken wir uns natürlich selber so ein bisschen ein. Was das angeht, jetzt in Luftschächte zu krabbeln, wird alles nur ein bisschen enger für uns. Die Klaustrophobie tut ihr Übliches. Das gepanzerte Silo wirkt vielversprechend. Jetzt können wir hier einmal... Ah, Mensch, Miles, nicht umdrehen. Nein, wir wollen doch einmal gucken hier. Weißt du was? So... kann mal jetzt gar nichts. Zeig mal her hier deinen geilen Anzug. Ja, der Anzug selber ist halt der reguläre schwarze. Jetzt nur mit Jacke und Rucksack, ne? So. Ja, Fotomodus wollen wir verlassen. Okay, ich bin mir relativ sicher, wenn wir da runtergehen, kriegen wir direkt Besuch. Was ist das hier? Ah, mit Strom betreiben. Wie war denn das nochmal? Wir visieren das an. Und, okay. Wir finden es noch heraus. So, erstmal müssen wir das hier untersuchen. Dagegen sieht meine Gaming-Ausstattung ja mal richtig alt aus. Meine auch. Ja, Finn macht hier echt auf Superschurkenhöhle. Siehst du das riesige gepanzerte Behälterding? Absolut nicht verdächtig. Ob das Nuform da drin ist? Wäre eine Vermutung, ja. Oder Finn, die sich so ein bisschen wie Norman Osborn in so einem Behälter ihre Kräfte holt. So, jetzt müssen wir den Strom anschalten. Aber wie war denn das nochmal, dass man die Dinger verbindet? Ah. Direkt verbinden geht nicht. Direkt verbinden geht nicht. Vielleicht kriege ich mit dem Relais-Knoten eine Reinschaltung hin. Mit dem Relais-Knoten eine... Was?
Eine Reinschaltung. Okay. Da gehen Kabel weg. Da müssen wir irgendwas hochziehen. Achso, direkt verbinden geht nicht, weil dieser Generator dafür unerreichbar ist. Niemand da. Finn macht anscheinend eine neue Maske? Ein Schild? Immer wenn ich etwas gegen die Underground-Waffen habe, überlegt sie sich etwas Neues. Sag mal, wie viel Zeit hat die im Leben, dass die dermaßen viele Waffen herstellen kann? Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die langsam ist in ihrem Handeln. Die liefert ganz schön ab, ne? Von der Zeit her. Nummer 1. Hier ist noch die andere. Warum sollte ich Finn sagen, dass ich Spider-Man bin? Ich glaube, das gefällt dir gar nicht. Machen wir eine Pro- und Kontraliste. Ja, der und seine Pro- und Kontralisten. Sie ist deine beste Freundin. Außer mir. Contra, sie ist Tinkerer. Pro, mit ihr zu reden ist einfacher, als weiter heimlich zu agieren. Contra? Der andere Spider-Man war deutlich. Sag niemanden, wer du bist. Du hast es mir gesagt. Da kannte ich den anderen Spider-Man nur nicht. Wenn sie gegen dich kämpft, überlegt sie sich vielleicht alles nochmal. Vielleicht hast du recht. Muss ich den direkt verbinden? Okay, ich darf den gerade gar nicht verbinden. Das verstehe ich nicht. Finn führt Roxanne in die Irre, damit die sie oder das Nu-Form nicht finden. Sie ist gut. Ja, nicht gut genug, ne? Wir haben sie immerhin gefunden. Wenn wir das können, kann Roxanne das ja auch. Da hinten ist ein Generator, aber die Kulissen sind im Weg. Gibt es in Theatern dafür nicht immer Flaschenzüge oder sowas? Mal sehen. Okay, dafür müssen wir... Wo war denn das Rädchen? Hier vorne. So. Jetzt ziehen wir mal den Vorhang hoch. Der Weg zum Generator ist frei. Okay, das reicht scheinbar aus. Jetzt dürfen wir auch wieder verbinden. Okay, damit haben wir den zweiten. Hoffentlich geht das gut. Was kann schon groß passieren? Sagt der Typ, der 30 Blocks weg ist. Das ist ein Argument, ne? Okay, wir haben hier noch zwei Kabel, die wir verbinden müssen. Die Wand, sie bricht ein. Oder müssen wir hier nur den Generator anmachen? Oh. Aber wie komme ich da ran? Ah! Noch einer. Okay, damit haben wir den auch. Finn hat neue Waffen gebaut, extra gegen mich. Vermutlich sollen ihre Leute mich im Auge behalten. Schön. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, und der letzte müsste eigentlich drüben irgendwo sein. Der da, ne? Ja, einmal hier runter. So, hier können wir noch mal... Was haben wir hier? Ricks Erfindung. Krieger kennt sich mit Nu-Form nicht genug aus, um mehr zu machen. Finn schon. Sie weiß, wie die Reaktionsfähigkeit funktioniert. Ja, das setzt sie auch aktiv und erfolgreich gegen uns ein. So, dann wollen wir den Hobel mal öffnen. Und mal gucken, was sich da drinnen verbirgt. Okay, was hast du vor, Finn? Finn pumpt Energie in das Nu-Form. Das macht es instabil, wie bei meinem Venom. Was die Brücke gesprengt hat. Und jetzt? Will sie das Theater hochjagen? Nicht das Theater. Roxxon Plaza. Wow, was? Das ist... Wie kann sie... Sie ist noch geschlossen. Es sollte keine Opfer geben. Aber ich darf das nicht zulassen. Ich gehe davon aus, wir kriegen gleich Besuch. Ich nehme das Nu-Form.
Komm schon! Mist! Ausschwärmen! Er ist hier irgendwo! Okay, die wussten Bescheid. Danach ist ihre Leuchtstammarmee dran. Nur um's mal zu sagen. Was, wenn Finn recht hat und das der beste Weg ist, Roxanne zu schlagen? Finn will nicht nur eine Fensterscheibe einwerfen. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei irgendwas schief geht, werden Menschen verletzt. Ich kann das nicht. Nein, wir können Finn vertrauen. Die weiß, was sie tut. Hat sie ja gesagt. Gut, denn, ja, wir fangen mal an, ne? Wir müssen hier mal ein bisschen ausschalten. Dezent ausdünnen. Und wir sparen uns das hier. Ja, kleinen Moment, ich habe was vor. Warum seid ihr so zu mir? So. Autsch. Reden zählt nicht. Von mir ist das was anderes. Ihr seid in der Überzahl. Au. Das war ein bisschen zu spät. Oh, shit. Okay. Wir müssen uns die Höhe wieder zu eigen machen. Ah, ne, die Schwerter. Meine Güte, das ist ja das pure Chaos. Bin mir noch nicht sicher, wo ich hier gerade immer Leben verliere. Ja. Da haben sie sich aber um mich gerissen. Alter. So. Habe ich aber die Faxen dicke hier. Jetzt aber schnell. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Rucksack mich ein bisschen behindert. Der macht halt Probleme, ne? Der bringt Ungleichgewicht beim Schwingen mit rein. So, du bist der Letzte, mein Freund. Ich weiß nicht, ob du das wirklich möchtest. Oh. Willst du mich... Was? Der will mich verarschen, oder? Was ist das? Ich habe keine Chance. Nein, 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 nein. Oh my goodness. Ich bin das erste Mal gestorben. Ich bin das erste Mal gestorben. Der Rucksack ist schuld. Der Rucksack ist schuld. Ja, immer wenn ich ausweichen will, da kriege ich Ungleichgewicht rein. Umwucht. Wie so wie beim schlecht ausgewuchteten Autoreifen. Das pollert einfach. Sie will ein Gebäude in meinem Block hochjagen. Wenn dabei so. Werden Menschen. Ich gehe nicht im Stealth-Modus vor. Jetzt gibt's einfach nur schlicht und ergreifende Rache für das, was mir gerade widerfahren ist. So. Nein, 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 bitte nicht wehtun. Ich kann mir das nicht erlauben, nochmal zu sterben. Oh Gott, ich bin schon kurz davor. Ey, Granaten ohne Ende. Die haben einfach zu viel Geld, die Leute. Die sind von ihrem Equipment einfach echt krass. Alter, Lob an meine... Oh, scheiße. Freundin. Da hat die sich echt Mühe gegeben, ne? Ja.
So. Okay. Kurz gefettfingert, kein Problem. Hat man so gut wie gar nicht mitgekriegt. So. Und? Oh, meine Güte. Okay, jetzt mit ein paar geilen Moves. Kriegen wir es doch noch hin. Okay, oder auch nicht. Alter, das schmettert aber, wenn die hier... das war knapp. Das schmettert aber, wenn die mit dem Schwert auf den Boden hauen, macht das ganz schön Damage, ne? Ich muss mal hier ein bisschen ausweichen. Nee, aber meine Netze vielleicht. Okay, wir haben noch einen da oben. Den holen wir uns erstmal als nächstes. So. Ja. Sie sagt, ich bin tot. Ich fühle mich aber noch quicklebendig. So. Oh, es hört einfach nicht auf. Spider-Man ist für sowas nicht bereit. You fucking kidding me. Okay, ich konzentriere mich erstmal auf den Großen. Oh. Der hat nachgeschlagen. Und zack. Ich finde diese Moves, ich weiß, ich könnte das ewig spielen und ich würde diese Moves, diese Videosequenz immer noch geil finden. Das ist einfach Hammer, wie die das umgesetzt haben. Das muss man echt sagen. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber es hat was mit euch zu tun. Oh, das war knapp. Okay. Und jetzt zum Nufor. Was ein Stress. Okay. Ruhig. Oh nein. Nicht schon wieder. Können wir nicht einfach auf unsere Freundschaft scheißen und sie umlegen? Wieso hat sie einen Grappling Hook? Noch was sie von mir geklaut hat. Ernsthaft? Ich will doch nur reden! Tinkerer, stopp! Damit du mein Super umstehlen kannst, das hättest du wohl gern. Okay, wir nehmen die Verfolgung auf. Hey Genki, hab Finn getroffen. Was ist los? Sie hat das Nu vor. Alter, die zerstört hier den ganzen Wohnblock. Wo kämpft die noch für was Gutes? Okay. Wie willst du sie aufhalten? Schritt 1, fange sie. Schritt 2, ich meld mich wieder. Oh, los, los, los. Ah! Autsch. Oh, sie kriegt Abstand. Nein, 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 nein. Ich verliere sie gleich. Bitte nicht. Oh Gott, das war knapp. Wie wär's mit einem Gespräch? Wie wär's, wenn du aufhörst zu klammern? Wieso wird sie nicht müde? Ja, das ist eine gute Frage. Wieso wird sie nicht müde? Nicht gut. Wo bist du? Keine Ahnung. Ich weiß Explosionen aus. Ich brauche eine neue Strategie.
Weißt du, sie will das Viertel beschützen und sprengt hier die halbe Nachbarschaft in den Boden, weißt du? Nein. Wow. Eieiei. Und wieder die Brücke. Irgendwann kriegen wir noch Brückenverbot wegen der alten. Man könnte ihr Verhalten rechtfertigen mit, sie tut es ja mit guten Absichten. Ich habe 600 Nachbarn getötet, Zivilisten, aber es war in guter Absicht. Ah, oh, lol. Okay, das habe ich nicht gerafft. Das habe ich gerade nicht ganz verstanden. Ich dachte, ich muss ausweichen, aber ja, schon. Allerdings zur Seite laufen und nicht, ich dachte, ich muss mit Kreis ausweichen. Okay. So. Jetzt habe ich es verstanden. Gott. Alter. Das hat uns aber leicht die Luft geraubt, ne? Habt ihr die Stange gesehen? Er wird dir sagen, wer wir sind. Gib mir einen Grund, dich nicht zu erledigen. Wir kennen uns seit der Kindheit. Ich bin bei euch eingestiegen als Bösewicht. Meine Mom würde sich aufregen. Okay, meine Mom würde mich aufregen, ist auch okay. Das ist ja geil. Könnt ihr mir... Ihr zwei auf dem Dach! Keine Bewegung! Und weg ist sie. Erst haut sie uns auf die Fresse. Ja, tolle Freundin. Erst haut sie uns auf die Fresse und dann lässt sie uns einfach zurück. Hätte besser laufen können. Hat wohl eine Rippe erwischt. Oder drei. Autsch. Hey, eine Prellung kann manchmal mehr wehtun als ein Bruch, aber ich hoffe trotzdem, dass sie nicht gebrochen ist. Ich bin jetzt zu Hause. Meine Eltern kommen nächste Woche zurück. Ich wollte putzen. Ich komme aber gern wieder zu dir. Schon gut. Okay, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Was können wir denn hier? So, Venom Sprintschleuder. Drücke A beim Landen auf einem Gegner während Venom Sprint, um Gegner mit kostenlosen Venom Sprung in die Luft zu schleudern. Venom Schlag verursacht getarnt zusätzlichen Schaden. Erhöht die maximale Menge Tarnenergie, um länger unsichtbar zu bleiben. Wenn ein Gegner mit Venom Angriffen besiegt wird, kostet der letzte Schlag keine Tarnenergie. Das ist auch ziemlich nice. Ich glaube, das nehme ich. Ich glaube, das nehme ich. Anzüge. Können wir da denn schon jetzt wieder irgendwas machen? Weil der sagt mir nicht zu. Der Rucksack, ne? Es ist der Rucksack. Wir können leider noch keinen neuen Anzug freischalten. Okay, dafür müssen wir die Aktivitäten der App machen. Dann würde ich sagen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ich ne? Ich melde mich später. Dann gucken wir doch einfach mal, was hier in der Nachbarschaft so los ist. Hey, Onkel Aaron. Leck mich am Arsch, jetzt kann ich die App nicht aufrufen. Ich brauche einen Rat. Worum geht es denn? Einfach allem. Hast du Zeit? Ich kann das hier verschieben. Ich rufe gleich zurück. Danke dir. Dann bis gleich. Ich habe keine Ahnung, wo Finn ist. Oder das Nuform. Ich sollte irgendwas machen, bis Onkel Aaron Zeit hat. Ja, möchte ich ja auch. Und zwar... Jetzt können wir mal gucken. Hier können wir auch ganz gut die Aktivitätspunkte bekämpfen. sammeln natürlich. Bekämpfen tun wir natürlich die Verbrecher. Und zwar, wir haben die Möglichkeiten, ob wir Verbrechen aufklären oder Aktivitäten nachgehen. So, meine Bodega wurde verwüstet, brauche Hilfe Theo. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Wir nehmen es trotzdem mal an. Bodega wurde wohl ausgeraubt. Oh, das ist aber
Das ist schon eine Ecke, ne? Wir schwingen mal rüber. Wir brauchen neue Anzüge. Wir wollen uns da mal ein bisschen durchspielen. Bevor wir hier überhaupt an die Story weitergehen. Und... mega geiler Stunt. Und rückwärts. Und... boah. Okay, da mussten wir eine Zwischenlandung einlegen. Hier ist noch eine Kiste. Irgendwo ist hier noch eine Kiste, die haben wir noch nicht eingesammelt. Vielleicht hier unten? Okay, wir scannen die Region, aber wir sehen nichts. Kommt Ihnen das bekannt vor? Spider-Man verfolgt Schurken durch die Stadt. Sachschäden in Millionenhöhe. Wir ermitteln noch immer 12 Meter in die Richtung. Amoklauf. Und dann das mit der Brücke. Also höchstwahrscheinlich nicht über uns, dann muss das doch unter uns sein. Mit seinem neuesten, besten Feind, Tinkerer. Die sollten sich ein Zimmer suchen, am besten eine Knastzelle und ihre Differenzen. Okay, das war ein bisschen... es war offensichtlich und trotzdem habe ich es nicht gesehen. Kennt ihr das, wenn irgendwas direkt vor eurer Nase ist und ihr findet das nicht? Oder habt so ganz getreu dem Motto, ich habe das Handy in der Hand und suche mein Handy. Zu Hause und könnt mir Kochsendungen ansehen, ohne dadurch gestört zu werden, dass so mir irgendjemand die Feuerleiter von meinem Haus reißt. Das Verbrechen ist schon wieder weg. Jared, hast du meine Aufnahmen programmiert? Aktuelle Verbrechen. Habe ich die App jetzt versaut? Ich sollte rüber zur Bodega. So, vielleicht das wollte man nämlich annehmen. Man ist tatsächlich schneller, ne? Wenn man hier sich ranschwingt und dann abspringt. Oder täuscht das? Okay, hier haben wir gleich beide Möglichkeiten. Wir können auch eine Kiste holen. Das werden wir auch machen. Ja, kleinen Moment. Ich komme sofort. Aber vorher möchte ich hier noch die Kiste rausholen. Hier ist wieder eine Wand, die wir aufmachen können. Oder eine Tür. So, hier haben wir die Kiste. Und sonst hier nichts. Sonst ist nichts drin, ne? Hey Neffe, triff mich bei den Docks in Hell's Kitchen. Ich komme. Was mache ich denn jetzt mit Finn? Ich hoffe, unser Onkel wartet ein bisschen. Wir könnten uns treffen. Im Science Center oder in der Trinity Church. Nein, sie weiß, dass ich sie belogen habe. Okay, was haben wir hier? Auf dem Dach vielleicht? Ah! Moin! Ihr glaubt gar nicht, was ich mich freue, euch zu sehen. Endlich ganz normale Kriminelle. Niemand, der ausgebrochen ist. Das gibt's doch nicht. So. Vielleicht ein bisschen übertrieben für so einen normalen 0815 Kriminellen. So. Das sagen irgendwie alle. Die hauen mir ganz schön auf die Mütze, ne? Dafür, dass das ganz normale 0815-Kriminelle sind, haben wir mit denen doch deutlich mehr Probleme. Oh, die Genickbruch. Gib mal her.
Das ist echt nichts für Kinder. Dankeschön. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was sagtest du? Lernt daraus und tut das nie wieder. So, jetzt können wir aber endlich mal hier rüber gehen. So, Theo. Was hat denn der Gute? Spider-Man. Ja, bitte, was ist passiert? Ich bin doch hier. Burger, den ich noch nie gesehen habe. Meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Hat er gerade gesagt, ich bin der unechte Spider-Man? Sie haben gesagt, dass Sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde Sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Also irgendwie werde ich diesen Ruf als Aushilfs-Spider-Man nicht los. Ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Okay. Eine Katze. Die nach dem richtigen Spider-Man benannt wurde. Irgendwie will ich den Typen gar nicht mehr helfen. Da ist mein Eingang. Dann schauen wir mal. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Okay. Ich sehe irgendwie gar nichts. Ah. Sie schießen auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Weiterer Sieg für Spider-Man. Nee. Können wir an die Decke? Nee, nicht unbedingt, ne? Ziemlich sicher. Hey, wenn wir mehr als einen lahmlegen, dann wird das die Cops nur noch mehr. Ich war noch nie bei so einem Ding dabei. Weil du immer nur... Kleiner Moment. Das, also im Sneaky-Modus, das wird einfach zu schwer. Außerdem, wer soll unsere Geschichte weitererzählen? Ich bin ja nicht hier, Batman, der auf Angst baut, sondern... Dass da alle Angst haben vor der Dunkelheit. Wir agieren ja im Hellen. Könnt ihr nicht normale Verbrechen begehen wie... Na, schon gut. Das hast du gut erkannt. Ich habe damit geworfen. Zeit für eine Lektion. Ist nicht verschwendet. Es tut nur weh. Okay, die sind definitiv tot. Oh mein Gott. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Der steckt mit dem Kopf im Schrank drinne. So, Notstrom. Ja, kein Problem. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, okay, Umspannwerk, das funktioniert wieder. Ich muss Theos Katze finden. Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzugsschacht. Hätten wir die jetzt nicht einfach, Lol. Das ist festgeklebt. Ich bin gar nicht so schnell. Jetzt aber. Komm, Spider-Man! Halt durch! Wie ist die Katze hier lang gekommen? Spider-Man, warte! Als ob er sich selber nachruft. Mega nice. Ich glaube, ich weiß, was sie planen. In der Nähe gibt's eine Bank. Ohne Strom keine Alarmanlage. Wenn wir den Strom anstellen, verhindern wir einen Bankraub? Verbrechen verhindern, bevor sie geschehen. Oh, cool. Nur zwei Männer kennen die Zukunft. Alles hängt von ihnen ab. Okay. Dramatische Rede. Finde ich geil. Der Typ
Spider-Man hergeführt? Derek? Nee, Spider-Man hat mich hergeführt. So. Mann, jetzt nimm deine Brechstange da weg, dann werd ich sauer. Ja, wunderbar. Okay, jetzt können wir den Strom einstellen. Oh, Sprachbarrieren. Sprachbarrieren. Ich merk's. In einer Tour. Schalte Notbeleuchtung ein. Okay. Lad die Notstromanlagen auf, um den Strom wiederherzustellen. Mach ich. Okay, und die finde ich jetzt wo? Okay, hier komme ich nicht. Das ist ja gut. Exit. Ah, wieder durch den Schacht. Spider-Man! Spider-Man, wo bist du? Mann, wie viele Leute braucht man denn für so eine Aktion? Das frage ich mich auch. Sind Bankräuber nicht immer nur zu piert? Hast du den Notstrom angenutzt? Hey, vielleicht einer der Arbeiter hier. Halt die Augen noch. Ich wusste, ich schaff das. Das hat jetzt echt keiner mitbekommen. Der Strom ist doch auf. Was geht? Wer ist euer Boss? Kenn ich den vielleicht? Du hast es so gewollt! Ja, okay, er ist auf dem Schrank, ich komme nicht ran. Du bist erledigt! Ja, relativ, ne? Im Ernst, wer hat den Überfall geplant? Ich glaube nicht, dass die mir das sagen werden. So. Oh, der war neu, den kannte ich noch nicht. Mega geil. Ich muss die Backup-Systeme finden. Okay. Einmal den Strom anstellen. Okay, ich muss weiter. Den Hauptgenerator finden und ihn reparieren. Die Typen reden ständig von ihrem Boss. Weißt du, wer das sein könnte? Kingpin. Jede Menge Leute wollen Banken überfallen. War ein Versuch wert. Kingpin, der aus dem Knast raus Anweisung gibt. Ich muss die Typen ausschalten und versuchen, ihn zu reparieren. Ich dachte, dass ich die Wärme und das Essen. Was darf ich? Jemand will unsere harte Arbeit zunichte machen. Ja, klar. Unser Boss hat zu viele Feinde. Ja, aber er macht sie alle fertig. Nicht alle. Dank Spider-Man. Ach, was? Wer auch immer das geplant hat, scheint Spider-Man nicht besonders zu mögen. Muss um den anderen gehen. So viele Feinde habe ich nicht. Noch nicht. Immer optimistisch. Bin mir nicht sicher, ob die da einen Unterschied machen. Ich denke mal, das ist ihnen relativ egal, welcher Spider-Man da vor denen steht. Ich denke mal, die hassen Spider-Man schon aus Prinzip. So. Okay. Die und ihre Brechstangen, dass die immer damit blockieren müssen. Können die nicht einfach die Schläge hinnehmen wie ein Mann? So. Kleiner Moment. Ja. Ich auch. Schade, das hat nicht ganz gereicht. Na, Moment. So. Damit hat er alles bekommen, was wir hatten. Nicht gut. Es liegt kein Strom an. Ein Generator. Ein Generator fehlt. Da oben. Na also. Der Generator ist an.
So. Aber wohl nicht verbunden? Jetzt müssen wir den auch noch verbinden. Okay. Also wir haben hier oben die Stromleitung. Ah. Ich sehe schon. Meine Elektroinstallateurfähigkeiten werden uns da weiterhelfen. Der Strom ist umgeleitet. Jetzt den Schalter umlegen. Es werde... Was war das für ein Geräusch? Schnell zieh den Kätzchen. Alles okay. Oh mein Gott, er hat Spider-Man. Spider-Man? Du kriegst sie nicht. Wieso steckt er die Katze im Rucksack? Weißt du nicht, wie wichtig der Kennenlernprozess ist? Oh, der hat aber Bums. Sagt mir, wer den Überfall geplant hat und gebt mir die Katze. Dann lasst es euch gehen. Okay. Könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Sag mir einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg's eh irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Ah, ich hab gar kein Venom mehr. Hoppala. So gehört's mir. Lol. Ich kann mich mit einer Armee auseinandersetzen. Ja, Rhino, kein Problem. Aber so ein Fettsack mit Kapuzenpulli, der macht mich fertig. Okay, okay, okay. Weißt du nicht, wie wichtig der Canyon-Lernprozess ist? Lass uns tanzen, Spider-Man. Gut, dann müssen wir halt wieder anders an der Sache rangehen. Gib mir doch mal die Pistole her hier. So. Kleinen Moment. Oh Gott. Den Dicken kann ich echt schlecht ausweichen, ne? Ja, ich arbeite dran. Sag mir einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg's eh irgendwann raus. Glaubst du, wir haben Angst vor dir? Hey, zehnmal schlimmer. Bin ich mir nicht sicher. Kann er das hier? So langsam, Kleiner. Ja, ich merke das schon. Lol. Das wird nicht gut für die Kämpfen. Ah, die falsche Taste. Ich hasse es, wenn ich Fettfinger. Okay, wir müssen mal ein bisschen Leben sammeln. Du bist tot. Ah. So, einmal hier rüber. Oh nein. Ich kann mich an dem nicht mal richtig ranziehen. Lass uns tanzen, Spider-Man. Okay. So. Mann, oh Mann. Ich brauche erstmal eine Woche Urlaub, wenn ich hier durch bin. So, jetzt hau ab hier, du dicker Klops. Da kriegst du gleich noch eine von. Schlechter Tag, um sich mit uns anzulegen. Daumen wieder. Oh mein Gott. War's das? Er steht noch mal auf. Wirkt das Zeug ja nicht auf mich. Hä? Das sind ja mehrere. Okay.
Das wirst du bitter bereuen. Muss mal irgendwie mein Venom aufladen. Du gehörst mir. Jetzt bist du da. So. Okay, das war's jetzt aber, oder? Auf zum Schalter. Boah, ich dachte, jetzt das ist nur wirklich einer von denen. Ich denke, das gibt's doch gar nicht. Den habe ich doch schon K.O. gehabt. So, wunderbar. Verschwinden wir hier, Spider-Man. Na, kleine Katze. Ja, manchmal kann man ein bisschen erstaunt sein, ne? Banküberfall gestoppt. Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Ich poste was über diese Kerle und ihr. Oh, schön drin sitzen bleiben, Kitty. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Nicht rausfallen. Vorsicht, Kätzchen. Ich weiß nicht, ob du schon wählen darfst, aber wenn ja, dann muss alles. So. Und damit haben wir Spider-Man wieder zu seinem Besitzer gebracht. Oh, hallo. Servus. Hey Theo, ich hab ne Überraschung. Ach ja? Was denn? Oh, Spider-Man! Bist du einfach ausgebüxt? Oh, Daddy hat sich solche Sorgen gemacht. Ja, oh, der ja, hat fast einen neuen Besitzer gehabt. Oh, ja, hat er. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Danke. Ja. Klar. Das kam jetzt sehr überzeugend rüber. Hey Mann, hast du Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten? Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. So. Für dich sind Anzüge. Modifikation im Shop. Oh, da wollen wir mal gucken. Haben wir einen neuen Anzug? Modifikation, okay. Haben wir was frei? Ja, aber nicht genug Teile. Wissen wir so schon. Den haben wir. Den können wir. Aber den wollen wir eigentlich nicht. Ich spare lieber auf einen von den anderen Anzügen hier. Ja, wir gucken mal. Weil dieser selbstgemachte Anzug, der ist halt... Nein. Nein. Nee, wir sparen. Wir sparen und gucken, was passiert, ne? So, wir hätten jetzt noch hier die Möglichkeit. Kostet uns aber auch wieder... Nee, wir bleiben erstmal im Sparmodus. Wir müssen erstmal ein paar Aktivitätsmarken sammeln. So, das war's aber von heute. Wir sehen uns das nächste Mal sehr, sehr gerne wieder. Schaltet unbedingt wieder ein. Wir werden jetzt nach und nach die Anzüge freischalten, denn die Story weiter verfolgen. Mal so, mal so. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.